Hallo Mitspieler, mein Name ist Low Riot und ich begrüße euch zur 23. Episode dieses City Skylines After Dark Let's Plays. Ja, die Stadt wächst und gedeiht, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ich finde sie schön. Und ich denke, man kann sie auch aus dem All gut erkennen. Ja, in der letzten Episode haben wir zwei völlig neue Variablen an den Start gebracht und zwar diese Bahnhöfe hier. Diese Bahnhöfe sind ans öffentliche Schienennetz, also das Schienennetz wird diese ganze Welt versorgt, angeschlossen. Und da hinten kommt ein Zug. Mal gucken, was passiert. Und diese Leute sollen uns Leute in die Stadt, beziehungsweise aus der Stadt herausbringen. Das ist hier der normale Personenbahnhof. Und dann haben wir hier nebenan einen Güterbahnhof, der unsere erstellten Produkte in die Welt hinaustragen soll, also den Export betreiben soll und Zeug importieren soll. Ja, und das wird unsere ganze Verkehrsplanung über den Haufen werfen, weil die ganzen lokalen Produzenten ihr Zeug hier hinbringen werden. Also praktisch die ganze Industrie wird das Zeug hier auf die Schiene verkarren und wird das nicht mehr rausfahren. Das heißt, es werden weniger LKWs kommen. Ja, und so wird das alles verändern und das müssen wir uns mal anschauen. Ja, die Schade ist auch, dass man keine konkreten Zahlen hat. Wie viele Leute in die Stadt kommen, wie viele Leute aus der Stadt raus, wie ausgelastet wird so ein Bahnhof sein, wie ausgelastet ist so ein einzelner Zug. Kann man den mal anklicken. 0 von 240. Ja, fährt praktisch ein leerer Zug. Das mag aber daran liegen, dass die Station noch neu ist und noch nicht so richtig auf dem, naja, Fahrplan-Netzheft. Ja, was zeigt Heft? Was generell auf dem Fahrplan schon so verankert ist, das weiß man ja nicht. Und der Güterzugbahnhof, ja. Ich befürchte ja, dass die Bahnhöfe alleine für so eine große Stadt schon gar nicht mehr ausreichen werden. Also ich plane schon damit, dass man das hier noch irgendwie vergrößert, dass man noch einen zweiten, noch einen dritten Güterbahnhof irgendwie rinfummelt. Ja, aber zuerst glaube ich, dass ich die Industrie ein bisschen verlagern werde. Wir brauchen eine andere Industrie, weil die können ihr Zeug ja nicht mehr verkaufen. Die haben nicht genug Käufer. Ein dezenter Hinweis, dass wir zu viel Forstindustrie haben. Ja, gucken wir mal schnell die Megastauzone. Die ist super leer, alles super. Okay, dann wäre der nächste Plan, nächste Projekt hier, diesen Agrarbereich zu erschließen. Und ich bin am Überlegen, ob ich dazu hier oben auch so Ringe mache, dass das mit ins Stadtdesign passt. Das wäre ja schon sehr, sehr toll. Bloß dazu muss ich die Maße kennen. Und dazu brauche ich eine Kachel. Und zwar diese hier. Zwar nicht die besten Ressourcen, da waren hier einige besser. Aber was soll's. Weil jetzt kann ich von dieser senkrechten, von dieser waagerechten aus, kann ich hier Maß nehmen, dass das hier ein Kreis wird. Das heißt, ich werde dieses Viertel dieser Stadt jetzt weiter ausbauen. Ja, und dann entscheiden, wie wir das hier integrieren. Raus hier mal bitte. Das hier nehmen wir mal weg. Obwohl, das sind ja die Hauptachsen. Dann da wieder. Ich meine, ich könnte diese Achsen hier auch nehmen, aber die sind wahrscheinlich nicht genauso gerade, stehen nicht so im rechten Winkel wie die, aber die sind ein bisschen nach freie Schnauze immer. Ja, hilft ja nichts. Wir waren hier unten, glaube ich, schon auf Dreier. Mit Bäumen. Sagen erstmal die Segmente hier vermessen.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, wir sind sowieso nicht auf Biegung. Ha, fuck. Das ist mir zu nah. Ja, noch. So. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und macht eine glatte 11. Ist klar zu kurz. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir mal eine glatte 12. Eine glatte 12 geht zu doll auf. Ein bisschen hinten zu. Elf, neun. So, und das müssen wir hier verlängern. Strom hier können wir auch komplett verändern. Wenn wir schon mal dabei sind, sind wir schon mal dabei. Ohne Biegung, bitte. So, bis hierhin können wir jetzt schon irgendwie ranfrickeln. Das wird alles nicht... Ist ja alle temporär. Ausmalen. Ansonsten die Ecke mal schnell checken. Guck mal, was haben wir denn da verändert? Schnell mal eine Kontrolle, ob wir irgendwo noch was nachmalen können, weil das entgeht einem ja manchmal. Hier zum Beispiel. Stauchung. Komisch, nur im blauen Bereich. Nur Commercial Size. Nicht nur. Wir wollten aber den und dann brauchen die ja wieder Strom. Das sollte reichen. Und ihn hier müssen wir dann auch wegnehmen. So, 11,9 bitte. Haben wir Biegung? Ne, haben wir nicht. Ha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 9. Gekauft. Ja, und hier wird es mit den 11, 9 nicht klappen, weil wir im Feindesgebiet nicht malen können. Und hier ist ja auch der hier im Weg. Manchmal hat er doch schon geklappt mit diesem über die Linie malen, deswegen. Ja, aber das wird ja mit dem Wasser nicht hinhauen. Also hier müssen wir auf jeden Fall schon mal improvisieren mit unserem Kreis. Machen wir, irgendwann. Dann haben wir nochmal den Strom unterbrochen.
Play drücken, mal gucken. Das reicht, ja, wird blau, das reicht. Sehr gut. Ja, ich würde ja gerne hier die Segmente jetzt weiter fortführen, bis wir hier sind. Das heißt, die ganze Müllplanung sollte an einer anderen Stelle stattfinden. Und die Stadt kommt ja auch näher und wir wollen ja den Müll nicht an der Stadt haben. Hier oben hin? Wobei, jetzt sind ja im Grunde genommen nur noch die Schornsteine. Und die Dinger kann ich gar nicht... Oh, die muss ich auch erstmal leer machen. Leer machen, abreißen einfach? Wir können ja gleich alles verbrennen. Da reichen ja ein oder zwei Deponien. Okay, leer machen. 0% voll. Voll, bitte leer machen. Du wirst leer gemacht, bist aber 100% voll. 45% voll, 19%, 57%. Okay, das muss alles leer gemacht werden. Das soll schnell gehen. Mal unterstützen, wo es geht. Wirft den Zeitplan ein kleines bisschen zurück. Das passiert bei 13. Ach, das gibt's da ja nicht. Was passiert bei 13? Ist der rechte Winkel? Hier ist der rechte Winkel. Eins, zwei, drei. Jo. Kann man noch nehmen? Oder wird's oben ein bisschen enger? Was sagt ihr? Hm. Ja, antwortet doch mal. Ich glaube, das ist schon ganz anständig so. Gerade noch so gepasst. Da ruckt das schon ein bisschen. Man muss echt aufpassen. Also richtig 1000%ig gerade ist das wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich, klar, schon wegen den Bodenunebenheiten. Das hier, der geht ein bisschen zur Seite weg. Aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Zack. 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 Schon mal mächtig aus. Und hier können wir an und für sich auch nur schätzen.
Oder wenn wir hier eine fette Brücke hinbauen, auf einer Brücke, eine Kreuzung. Hat man sowas schon gesehen? Ich finde, das könnte man mal probieren. Ja, schöne Brücke. Strom ist unterbrochen. So. Dann würde ich sagen, kommen wir hier nochmal mit unserer 11.9 lang. Ach, da müssen wir bei ihnen hier aufpassen. Und hier sind ja unsere ganzen Busse. Das heißt, ich muss einen Bypass bauen. Muss die Busse nicht abhanden gehen. Das können wir mit der billigsten Straße machen. Tierische Kuddelmuddel. Biegung und wir hätten gerne nochmal 11.9, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Will er aber nicht. Nicht, dass das jetzt hier nur an diesem popligen Strom liegt. Willst du ja nur wissen. So würde noch gehen, so zieht sich es aber nach hinten zu. Bis hierhin würde er bauen. Ah, geht doch ein bisschen nach hinten auf die ganze Schose. Ich würde sagen, das ist noch einigermaßen okay. Bypass für einen Bypass, was soll's? Wir fahren fort mit 13.3. Ist ja ein witziger Treffer. Oh, I like. Strom. Strom, Strom, Strom. Käse. Das ist, warum dieses Spiel einen Undo-Button braucht. Wir hätten einmal ein bisschen.
bisschen hellblau, bitte. Und dann ihn ja noch. Gekittet. Dann nehmen wir uns diesen Strom. Diesen, das müsste wieder laufen. Strom kommt ja von hier oben, von diesen Windrädern. Bringt ihn hier in die Stadt. Verteilt es dann hier an die Pumpe und hier unten über Enya in den Komplex. Keine Unterbrechung, alles fein. Gut. Kleiner gewagter Blick auf. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Ein paar haben sich noch nicht umgelegt. Ich muss ja auch mal Play drücken. Ah, die suchen sich einen Weg durch den Tunnel oder hier über die Bypässe. Na, eher noch. Ja. Okay, das kann so funktionieren, ist aber auch nicht besonders schön. Ja. Haben wir eigentlich gut was geschafft in dieser Episode, Leute. Wenn wir uns das mal so von oben angucken, mal ohne halt. Das sieht ja schon mal ganz schön mächtig aus. Und diese Segmente, die wollen befüllt werden, und das tun wir in den nächsten Episoden. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Einen Daumen hoch würde mir auch sehr helfen. Und ja, ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.